Ich hab vielleicht Kopfschmerzen. Was hast du denn gemacht? Ich bin vom 3-Meter-Turm gesprungen. Das hätte ich dir aber auch gleich sagen können, dass der Topf nur 20 Zentimeter tief ist. Live aus unserem 3-Sterne-Küchenstudio in Berlin, die Barilla Comedy Küche. Unsere Gäste heute von Barilla aus Italien, die schlanke Spaghettini Nummer 3, ihr völliger Bruder Spaghettoni Nummer 7 und der ungeschlagene Meister aller Klassen, die Pasta alla Pasta Spaghetti Nummer 5. Und hier sind ihre Gastgeber, die Kavaliere der Küche, Markus Maria Profittlich und Thomas Hackenberg. Küchenstudio. Wir beginnen heute mit der Pasta, ohne die Italien nicht Italien wäre. Dem Nudelklassiker schlechthin, die Spaghetti. Ja, und was machen wir? Und was machen wir mit den Spaghetti? Ein Orchester dirigieren. Nein, nein, falsch. Ganz falsch. Ganz falsch. Fechten? Aua! Oh. Nein, auch das war daneben, Markus. Tut mir leid. Chinesisch essen? Markus, wir kochen die Spaghetti und heute kochen wir Spaghetti alla Carbonara. Der Name Carbonara, der stammt natürlich von dem italienischen Wort für Köhler. Nein! Ja! Spaghetti Carbonara, die wurden früher in Italien oft von den ärmeren Leuten gegessen, weil die Zutaten nicht so teuer waren. Kann sich also jeder leisten, auch wenn er mal nicht so viel Geld in der Tasche hat. Hast du irgendwelche finanziellen Probleme? Du sprichst die ganze Zeit davon? Soll ich dir was sagen? Wir kochen Spaghetti alla Carbonara nicht, weil es billig wäre, sondern weil es lecker schmeckt. Danke dir. Weil es lecker schmeckt und ganz einfach zu machen ist. Ganz einfach? Ganz einfach. Dann brauchst du mich ja nicht. Toll, wiedersehen. Komm, bleib hier, ja? Weil wir schalten jetzt ins Mutterland der Barilla-Pasta. Nach Russland! Zu Manuela, unserer Pasta-Korrespondentin, die für uns die Zutaten für die Spaghetti alla Carbonara sammeln wird. Hallo, liebe Zuschauer. Jetzt sind wir in Venedig, in dem Mutterland der Pasta. Und dir, zu lieber Markus, stellen wir jetzt auf den Markusplatz. Und jetzt fragen wir ein paar echte Venezianer, mit welchen Zutaten ihre Carbonara zubereiten. Signora, possiamo farle una domanda? Mai fatta. Come mai fatta? Fermi un attimo. Signora, possiamo chiederle come, se lei fa la carbonara? Die Frau hat nie eine Carbonara gemacht. Gli ingredienti della carbonara? Uovo, pancetta, uova. La pancetta. Dai, pancetta, dai. Uova e... Also Speck, Eier, Speck. E sì, parmigiano. Con un ziemlich grosso Stück Parmesan. Wir wissen alle, wie die Carbonara verbrennt. Gli ingredienti della carbonara. Pancetta, aglio. Knoblauch. È una donna. Er meint Eier, Speck. Und eine Frau. Wenn Sie gut aufgepasst haben, ich melde mich nachher wieder in Venedig mit der Frage der Woche und Sie können damit eine Reise nach Italien für zwei Personen sogar gewinnen. Also ciao. Auf Wiedersehen. Ciao. Dankeschön, Manuela. Ja, vielen Dank, Manuela. Ich habe auch schon hier alles mitgeschrieben. Ne? Sie brauchen übrigens gar nichts mitzuschreiben, was die Zutaten angeht, weil die können Sie jederzeit unter www.sat1.de nachlesen. Für 4 Personen, da setzen wir zunächst 350 Gramm Spaghetti auf. Das Wasser kocht schon und bitte kein Öl ins Wasser geben, weil sonst nimmt die Pasta den Geschmack der Soße nicht richtig an. Ich weiß auch noch was. Das Salz immer erst ins kochende Wasser geben, ne? Denn Wasser ohne Salz kocht schneller als mit. Und, das wissen Sie sicher schon, am besten Meersalz verwenden. Markus, ich bin ziemlich baff. Das war ja ein richtiger, echter, produktiver Tipp. Wirklich? Ja. Du überrascht mich jetzt aber selber. Dann darf ich jetzt aber auch die Spaghetti zu Wasser lassen. Ja, hast du dir verdient. Gut, die müssen wir aber erst, wenn wir die schon zu Wasser lassen, taufen. Ich taufe dich auf den... Ne, ist okay. Ich taufe euch den Namen Spaghetti Nummer 5. Ganz super, Markus. Während ich also den kleinen Speck würfle, mach du bitte ein bisschen Öl heiß. Und wenn er fertig ist,
dann kannst du dich auch in der Zwischenzeit einfach schon mal um die Eier kümmern. Vor all den Leuten, Thomas. Mann, du sollst zwei Eier nehmen und das Eigelb von dem Eiweiß trennen. Das ist ja wohl nicht so schwer, also, oder? Ist klar. Ich habe da übrigens eine ganz ausgeklügelte Technik entwickelt, wie man das Eigelb kinderleicht vom Eiweiß trennen kann. Durch das rhythmische, kreisförmige Bewegen der Eier werden Eigelb und Eiweiß schon im Ei in verschiedene Positionen bewegt. Das ist der sogenannte Zentrifugaleffekt. Ja, und dann? Ja, dann ist den Eiern schwindelig und sie können sich nicht mehr wehren, wenn du sie trennst. Das ist ja ganz nett von dir. Okay, also während ich die Eier trenne und 80 Gramm Parmesan reibe, vielen Dank auch, dann müssen wir unbedingt den Zuschauern noch die anderen Spaghetti von Barilla zeigen. Und hol doch mal die Modelle bitte, ja? Oh, no. Ja, du wirst du noch wohl hinkriegen. So. Also, die klassische Spaghetti Nummer... Geht es denn? Die klassische Spaghetti Nummer 5, die ist ein Allround-Talent und die passt zu allen Soßen. Aber mit welcher Spaghetti schmeckt eine pikante Fischsoße noch besser? Ja, die Spaghettini Nummer 3. Sie ist die dünne aus der Familie der Spaghettis und passt wunderbar zu den leichten Soßen der neapolitanischen, oh, das ist jetzt hier rübergegangen, neapolitanischen Küche. Fischsoßen oder Soßen auf Ölbasis. Aber was ist jetzt, wenn wir eine etwas herzhaftere, sämige Soße haben, Marc? Dann nehmen wir natürlich die dicke Spaghettoni Nummer 7. Ja. Das Modell ist da unten. So, ist doch klar. Dünne Pasta, dünne Soße, dicke Pasta, dicke Soße. Bist du jetzt endlich fertig da mit dem Parmesan? Ja, jetzt mischen wir das Ganze, also das Eigelb und den Parmesan. Tu noch ein bisschen, gib mir schon mal eine Gabel. Mhm. Pfeffer und Salz da drauf. Und das Ganze wird dann durchgerührt zu einer schönen, homogenen Masse. Mhm. So. Sieht interessant aus, ja. Jetzt kommt der große Moment. Wir holen die Barilla-Spaghetti aus dem Wasser. Oh ja. Yeah. Einmal abgießen. Der Speck und die Soße müssen sofort mit den heißen Spaghettis vermischt werden. Tu die da schon mal rein, weil die Carbonara-Soße nur durch die Wärme der Pasta... Oh, das sind Flecken hier. Zack. Durch die Wärme der Pasta so richtig warm wird. So, und das Ganze jetzt schön unterrühren. Mhm. Ja. Mach ich so. Ja, mach das mal. Wieder toll hingekriegt, wa? Du? Ja, ich wusste gar nicht, dass ich so toll kochen kann. Dann ruhe dich einfach mal ein bisschen aus und ich erzähle dem Publikum in dieser Zeit, welcher Wein denn am besten zu den Spaghetti Carbonara passt. Nämlich hier ein 98er Chianti Rufina. Diese und andere Weinempfehlungen von den Barilla-Fachexperten können Sie natürlich wie immer auf unserer Homepage nachlesen, www.sat1.de. Da gibt es auch alle Pasta-Rezepte, alles über die Barilla-Comedy-Küche und... Alles über mich. Mein Leben. Meine größten Kocherfolge und... Dein tatsächliches Gewicht. Ja, vielen Dank. Wollten wir nicht zu Manuela schalten? Die wartet nämlich mit den Quizfragen. Hallo nochmal aus Venedig und jetzt kommt die Frage der Woche. Wie heißt die beliebteste Spaghetti? A. Nummer 5? Oder B. 0815? Oder C. Luigi? Also die Frage ist nicht so schwierig und ich gehe jetzt. Tschüss, hallo aus Italien nochmal. Sie können unter der eingeblendeten Telefonnummer anrufen oder im Internet unter www.sat1.de am Gewinnspiel teilnehmen. Zu gewinnen gibt es eine Reise nach Bella Italia. Und das Gewinnspiel und unsere leckeren Rezepte finden Sie natürlich auch in der aktuellen Ausgabe der TV Movie. Ja, wunderbar. Geh doch schon mal die Teller holen. Denn uns bleibt nichts anderes übrig, jetzt als unsere leckeren Spaghetti alla Carbonara unseren vielen hungrigen Testessern vorzusetzen. Richtig? So. Gut, dann,
Ich muss jetzt mal gucken, wie ich das aufteile. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, circa 200. Gut, alles klar, kein Problem. So, dann tun wir das Tellerchen hier hin. So, dann kriegt jetzt auch wirklich jeder eine Portion Hackenbergschen Ausmaßes, ja? So. Den ersten Teller serviere ich persönlich. Ist gut. Ja, liebes Publikum, das war sie, die Barilla. Die Barilla Comedy Küche, heute mit Spaghetti alla Carbonara. Wir und unsere großartige Showband Al Dente und die Pasta Brothers verabschieden uns und sagen... Pasta Vista, Baby!